Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben und herzlich willkommen in einer neuen Folge von Bramble the Mountain King. Wir sind immer noch in diesem kleinen Dörfchen von den Gnomen und mit der Hilfe von allen können wir die Tür vielleicht öffnen. Tatsächlich. Tschüss, kleine Gnome. Oh, da hat sein umgehauen. Wir stünden hier so rum. Was ist das da? Das ist auch Gnome. Jetzt muss ich 4 von den Kleinen finden, ha? Huh? Und die müssen dann hier rein, oder was? Warte mal, komm mal her. Hopp. Ah, ich muss sie hier reinlocken. Okay. Got it. Ah, guck mal, hier kann ich gleich beide. Jetzt aber hier so ein bisschen im Kreis laufen. Hopp, hopp. Nee. Komm mal her. Na los. Oh, hier. Ja, das ist... Ah, warum lauft ihr in 2 verschiedene Richtungen? Ah. Du auch. Hopp, hopp. Oh, guck mal, das ist auch der 3. Okay. Na hopp. Mann, seid ihr mühsam. Aber ich muss insgesamt nur 4 da reinpacken, okay. Ja, komm. So, jetzt haben wir 3. Und du bist der Letzte. Na komm. Gut. Keine Belohnung? Frechheit. Ja, dann gehen wir wieder. Aber warum habe ich das Gefühl, dass wir viel zu klein für diese Welt sind? Gnome sind ja eigentlich kleine Wesen. Und guck mal. Das ist ja unrealistisch, dass das so groß ist, beziehungsweise wir da drauf Platz haben. Ach ja. Eigentlich nicht so Sinn. Das ist eine Kröte wahrscheinlich. Was ist das? Der Krötenkönig. Er lächelt. Irgendwie süß. Hoppala. Aber wir gehen wieder. Wo ist denn die Schwester hin? Die rennt die ganze Zeit davon. Die ist schon da oben. Warum bist du so im Stress, Mädchen? Hä? Musst du noch irgendwo hin? Hast du Termin? Oder was ist los? Was kommt hier oben auf uns zu? Hier durch kleine Öffnung. Ist sie jetzt schon? Ist schon wieder da unten? Das gibt's doch nicht. Die immer davon rennen muss. Eieiei. Ja, komm, sprinten. Bin ja schon dran. Easy.
Hab's ja schon lange rausgefunden, wie das Sprinten geht. Alles gut. Wo ist denn da dieser Lichtstein? Den haben wir doch. Ah, nee, der war wahrscheinlich verloren. Als wir gestern runtergefallen sind. They were both curious in different ways. While Lillimore quickly ran along. Ulle could get completely enthralled. Plötzlich ist wieder Nacht. And suddenly, Ulle was alone again. Okay. Was ist das? Eine kleine Fee? Sag du mir den Weg. Ja, es war abzusehen. So ist doch gut. Da kannst du dich festhalten. Guck mal da hinten, was ist das da? Absolut keine Ahnung. Das ist nicht gut. Glück gehabt? Ach, guck mal, da oben ist sie. Ach, je. Was ist das? Ulle, kannst du schwimmen? Ich hoffe schon. The river was strong, and Ulle was weak. He did not stand a chance. But soon, the sound of the river faded. Ulle was happy to have firm ground under his feet again. Okay. Sieht mega schön aus. Wirklich. Optisch mega schönes Spiel. Schaut euch das mal an. Wie schön ist das bitte? Jesus. In so Sachen kann ich mich komplett verlieren und so richtig verlieben. Du musst klettern, mein Kleiner. So. Nochmal ein bisschen hochklettern. Hopp, hopp. Und nochmal. Und dann sind wir oben. Ah, das ist hier, wo wir runtergefallen sind, ha? Das wird wahrscheinlich eine Illusion sein. Da lag ich richtig mit meiner Vermutung. Frog King made sure that his new friend did not drown. But without his sister, he felt like the loneliest child in the world. Sie war wieder hier. Super. He just wanted to find Lillimore and go home.
Ja, also nach Hause gehen kannst du schon, aber ohne Lillemor. Oder noch ohne Lillemor. Und toll war das, okay. Ich hab's mir schon gedacht, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir so klein sind oder alles andere so groß. Das frage ich mich halt noch. What the fuck is... Oh. Die Gnome sind weg. Das ist bedauerlich. Ach nee. Die armen Gnome. Hey, du da. Was hat er gesehen? Ah, da oben. Aber wie komme ich da hoch? Das ist die Frage. Wie komme ich denn da hoch? Ah, vielleicht kann ich das stoßen. Und dann da drauf klettern und am Ende nach oben. Das wäre doch eine Idee, oder? Ja. Und jetzt gleich nach oben. Das ist ein Spielzeug. Keine Ahnung. Hey, mein Kleiner. Ein Flüstierchen. Jetzt läuft er mir nach, okay. Jetzt habe ich aber den Schlüssel hierfür bekommen. Dann können wir durch. Kann ich hier noch reingucken gehen? Nein. Dann gehen wir. Gut. Warte mal, geh nochmal zurück. Geht nicht. Scheiße. Wo bin ich? Ach so. Hat doch geklappt. Was ist denn hier oben? Oh, eine Brücke. Hier waren wir noch gar nicht bisher. Okay. Oh Gott, was ist das denn? What was that? Was liegt da Schönes? Eine Laterne. Kann ich die mitnehmen? Nee. Aber hier geht's runter. Okay. Ich weiß immer noch nicht, ob ich so klein bin oder alles so groß. Ich check's nicht. Aber ich find's cool. Ei! Yep. Das habe ich jetzt... das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, da war noch eine zweite. Perfekt. Oh, guck mal, da ist ein kleiner Gnome. Noch... Aber ich sehe das Zeugs gar nicht. Das ist ja das Problem. Was mache ich falsch? Warte mal. Ja, aber das war ja schon... Wieder was anderes.
Okay. Irgendwie den richtigen Weg finden, oder? Hä? What the hell? Was ist jetzt passiert? Da ist überall so Zeugs versteckt. Ah, warte mal. Jetzt habe ich es verstanden. Guck mal hier. Ich bin ja sogar jedes Mal vorne dran gespawnt. Wow. Bin ich blöd. Das ist der Troll. Ja. Guter Sprung. Guter Sprung, mein Kleiner. Dann da nach drüben springen. Dann gehen wir langsam nach unten. Auf den Pilz. Bin ich gestorben? Oder was? Ah, hier. Okay. Ja, der Sprung war ein bisschen zu schwierig für ihn, ne? Ist okay, jetzt kannst du dann auf den Pilz springen. Aber da sind überall diese Fallen am Boden. Wunderbar. So, und jetzt können wir ihn befreien. Oh. Oder auch nicht. Das ist ein Hirsch. Der ist riesig. Ach je. Ja gut. Klettern wir halt nochmal nach oben. Hätte ich sicher gedacht, dass da noch eine Fallgrube kommt. Ja, so ist das halt in Games, ne? Das sind immer Sachen, die man nicht erwartet. Mal hier raus. Na komm. Bisschen schneller, mein Freund. Komm. Ist das der Troll? Nee, das ist was ganz anderes. Alter. Hier los. Wo muss ich denn hin? Ah, hier hoch. So. Aber der ist da im Hackmesser. Zeig's mal aufschlitzen. Was ist denn mit dir verkehrt? Kann ich hier... Ah, ich kann... Oh. Oh Gott. Jetzt wird's ja richtig makaber. Ich mag's. Ich mag's tatsächlich. Na komm. Spring mal direkt da nach. Bist du dumm? Nein, jetzt bin ich wieder hier vorne. Och Mann. Olle. Ulle heißt. Ulle ist es richtig. Machst du dafür Scheißdreck? Kannst du euch mal nochmal durch die Gedärme spazieren? Spring. Warum hält er sich nicht fest? What the hell? Machst du da? Na komm. Oh boy, oh boy, oh boy. So, und jetzt richtig klettern bitte, okay? Mach ich's anders?
gehe zuerst auf die eine Plattform da unter mir. So. Und dann springen wir. Und dann bin ich wieder hinter irgendeinem Fleischklotz. Was ist das? Perfekt. Renn um dein Scheißleben. Aber wohin soll ich denn? Was kann ich hier? L2? Ich kann Dreck werfen. Ah, und dann blendet es ihn. Okay. Ja, sehr gut. Komm, schlag zu, du fetter Eumel. Oh. Okay. Nochmal. Wenn er zuschlägt, muss ich hochspringen. Damit ich von der Vibration nicht getroffen werde, okay? Na los. Nochmal blenden hier. Schlag nochmal ein bisschen um dich herum. Sehr gut. Was kommt jetzt? Ja, ja, ja. Ei, Glück gehabt. Na komm. Und jetzt haben wir dich. Komm jetzt, auf die Nase. So. Besiege den Schlachter. Ei. Und geh. Bin jetzt gestorben? Ei, da ging es gar nicht durch. Lol. Jetzt müssen wir noch schön langsam klettern. Jetzt könnte er mich eigentlich richtig gut erledigen, ne? Ich habe ihn ja besiegt. Ja, mir ist recht. Okay, jetzt sind wir in der Kanalisation oder irgendwas. Dann machen wir doch morgen weiter. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Habt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.